So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und irgendwie habe ich mir das viel besser oder viel schöner vorgestellt. Hab ja in letzter Zeit öfters hier gesessen im Park. Da war aber irgendwie schönes Wetter, Sonnenschein. Jetzt sieht irgendwie alles nass und regnerisch aus. Der Himmel ist bewölkt. Das einzig Gute ist, wenn man hier durch das nasse Gras fässt, man kriegt nasse Hände und kann die Frisur so Rhea Ripley-mäßig nach hinten klatschen, dass man aussieht wie Jimmy Glitchy. Bruder. Aber wir wollen heute ein kleines Video machen zur Ausbeute vom Hyperbonus Teil 3 beziehungsweise auch dem Schwert- und Schild-Event, wie das manche sagen, oder das Gala-Event. Es gab ja bevorzugt Gala-Pokémon. Was wir zuallererst aber machen müssen, ist uns eigentlich ein Porenda nehmen, ein Gala-Porenda und 10 fabelhafte Würfe. Dazu gehe ich mal hier drauf, gebe mal Porenda ein. So, dann nehmen wir hier das höchste Gala-Porenda, was wir haben, als Shiny, das ist das hier mit 1128. Ihr seht, da steht ja da, um es zu entwickeln, muss man gemeinsam auf ein Abenteuer gehen bzw. 10 fabelhafte Würfe landen. Jetzt hätte ich das aber direkt über das Buddy-Menü machen müssen. Gehen also hier hin, Kumpel wechseln, wählen und setzen das Porenda aus. So, nehmen das rein und jetzt, wo es Buddy ist, machen wir einfach 10 fabelhafte Würfe. Ganz easy, ganz chillig. Das kann jetzt 2 Tage dauern. Dafür sitze ich hier. Ich habe hier meinen Stapel. Da sind noch einige Sachen drin. Hier sind noch ein paar Sachen vor Ort. Wir gucken mal, ob wir es schaffen, die Sachen vor Ort hier wegzufangen mit einfach fabelhaften Würfen. Ansonsten versuche ich das so zusammenzuschneiden, dass das aussieht, als hätte ich das drauf. Da war zum Beispiel keiner. Das heißt, ich schneide zusammen. Jedes Mal, wenn es passt, gibt es einen einfach fabelhaften Wurf. So nicht. Da war die Nummer 1 beim Wampel. Nummer 2 beim Ladybar. Nummer 3 Trassler. Und die wilden Pokémon sind schon alle weg. Ich musste jetzt auf meinen Stapel ausweichen. Nummer 4 Mogelbaum. Ich glaube, ich habe gerade eine Raid-Einladung bekommen. Nummer 5, immer noch Mogelbaum. Das ist gut, dass er einen orangen Kreis hat, so bleibt er lange sitzen. Gut, jetzt ist er drin, das heißt, es geht weiter ohne Mogelbaum. Nummer 6, Liljep. Nummer 7, Roselia. Nummer 8, Skoppel. Und irgendwie kommt die Sonne gerade raus. Nummer 9, wieder Mogelbaum. Ich hoffe, bei dem können wir auch den 10. direkt mitmachen. Nee, ist leider wieder drin. Ah. So, wir brauchen noch genau einen. Nur die Nummer 10, dann sind wir fertig. Ich glaube, das werde ich jetzt live drauflassen, sozusagen, damit ein bisschen Spannung reinkommt. Das war nichts bei Vulpix. Das heißt, wir müssen weiter gucken, was als nächstes drin ist. Ich weiß auch nicht, wie lange der Stapel noch ist. Ich filme jetzt hier schon 15 Minuten für 9 einfach fabelhafte Würfe. Aber egal, der Spaß geht weiter. Hier sitzt leider kein Pokémon mehr. Aufbewahrungslimit erreicht, jetzt müssen wir auch noch was wegwerfen. Da seht ihr, was ich alles gefangen habe in der Zwischenzeit. Das packt man jetzt hier einfach alles fort. Ungefähr so, 18 Stück. Da haben wir wieder Platz. Raffel war eben noch nicht dabei. Bei denen, wo es geklappt hat. Ich hatte 2-mal Rihorn dabei. Ah. Ich hatte 2-mal Rihorn dabei und hab's verkackt, obwohl Rihorn auch so einen riesengroßen Kreis hat. Gut, Raffel ist eh grün, müsste direkt drin bleiben. Also weiter, Raffel. Was machst du da? Hätte ich lieber den Relaxo-Raid angenommen, das wäre bestimmt was Cooles geworden. Noch ein Raffel, okay. Das war doch... Egal. Wir raffeln uns weiter durch den Stapel. Porenta, das ist interessant, weil den wollen wir ja eigentlich jetzt entwickeln. Schaffen wir es mit Porenta den 10. Wurf zu machen, um Porenda zu entwickeln.
Hat geklappt, das ist sehr schön. Jetzt müssen wir nur schnell zurück, müssen das Porende einwickeln und dann sind wir fast mit dem Video schon fertig, denn der Rest geht relativ einfach. So, gehen wir also mal hier rein, gehen mal auf Gala. Jetzt können wir nämlich alles machen und können euch zeigen, die Ausbeute. Es gab ja neue Gala-Shinies, die wir mitgenommen haben. Mauzi gab es zum Beispiel als Gala-Shiny. Jetzt habt ihr hier eins mit 541. Das haben wir bekommen, genauso wie wir das bekommen haben. Das ist das höhere, das heißt, das entwickeln wir. Das andere, das kleine, lassen wir so da. Habt ihr auch Gala-Shiny, habt ihr auch Gala-Mauzi als Shiny bekommen? Schreibt's mal rein. Habt ihr Raids gemacht? Habt ihr Eier gebrütet? Ich habe, wie gesagt, immer versucht, mit den kleinen Accounts Raids zu machen, mit den kostenlosen Pässen. Hat an sich gut funktioniert. Sieht hier auch richtig genial aus, oder? Mit seinem Wikingerhelm. Das nehmen wir also auf jeden Fall mit. Dann seht ihr hier die alten Gala-Shinies. Da ist also Bonita dabei. Shiny Bonita, Shiny Galoppa. Also auch alles vollständig. Fleckmon am Start. Hier haben wir Porenda. Das wollen wir ja jetzt entwickeln. Machen wir auch jetzt. Viele haben gesagt, Porenda sieht total langweilig aus. Man erkennt gar keinen Unterschied. Dafür gibt es ja aber eben Lauchzelot als Shiny-Entwicklung, was dann total gelb sein müsste. Oder Gold. Gold, gelb, braun gebacken. Alter, das knallt richtig rein. Guckt euch das an. Wie ein Chicken Nugget bei McDonald's. Lauchzelot als Shiny also auch da. Ein normales Porenda, Shiny, Gala haben wir hier auch noch drin. Dann haben wir Smogmog. Auch als Shiny bekommen. Hier ist noch Pandemos, was total selten ist. Hat wieder keiner. Zickzacks haben wir hier als Shiny drin. Geradax haben wir als Shiny drin. Das ist mir immer wichtig, die Familien voll zu kriegen. Dann haben wir hier unten Flunschlick als Shiny. Ihr habt Barrikadax als Shiny. Hier seht ihr das Entwickelte, also Mauzinger, Lauchzelot. Da ist Legios, da ist Sakyan und Zamazenda. Zamazenda habe ich, glaube ich, jetzt als bestes ein 96er. Und Sakyan als bestes ein 100%iges. Und wo wir schon von den Shinies weg sind, wollen wir natürlich noch die neuen Pokédex-Einträge entwickeln. Da gab es ja auch zwei Sachen. Und zwar Raffel und Wolli, das Schaf. Wir fangen mal mit Raffel an. Wir machen das immer genau. Also mal gucken, was ich alles habe. Wir brauchen männlich, wir brauchen weiblich und wir brauchen Lucky. Das wäre hier also ein weibliches als Lucky. Das entwickeln wir jetzt einmal durch. Dann haben wir den weiblichen Eintrag. Wir haben den Lucky-Eintrag. Wir brauchen also dann noch ein männliches. Dafür haben wir gesorgt. Grüße gehen raus auch an Hannes. Der Hannes hat wieder Eichhörnchen gesammelt und hat die mit mir getauscht. Bis die Lucky wurden, hat auch gar nicht so lange gedauert. Ging eigentlich recht fix. Ich weiß die Namen wieder nicht, ihr wisst sie, ich muss mir das im Spiel immer erst angucken. Ich habe die ganzen Spiele nicht gezockt. Schlaraffel hier als Glücksschlaraffel im Pokédex hier angezeigt. Ihr seht, Hintergrund ist ausgefüllt, weiblich ist ausgefüllt, fehlt also noch männlich. Deswegen schauen wir bei den anderen Eichhörnchen, die da sind, welches ein männliches ist. Das ist eins und deswegen werden wir das noch entwickeln. So haben wir dann also männlich, weiblich, Lucky eingetragen, Shiny gibt es noch nicht, Shiny kommt irgendwann dazu. Macht ihr das auch so? Ist das euer Ziel? Was habt ihr für Ziele? Guckt ihr auf männlich-weiblich, dass das alles eingetragen ist im Pokédex? Guckt ihr auf Lucky, dass das alles eingetragen ist bzw. ausgefüllt ist im Pokédex? Wenn wir jetzt wieder drauf gehen, seht ihr, dass beide Sachen gefüllt sind und so möchte ich das immer haben, dass das am Ende so aussieht. Männlich, weiblich, Lucky. Gleichzeitig gehen wir runter noch hier auf Wolli, da haben wir nämlich dasselbe. Wolli haben wir hier, auch Lucky, weiblich, irgendwie werden die Frauen glücklich und die Männer müssen sehen, wo sie bleiben. Wolli auch entwickelt, sieht auf jeden Fall sehr süß aus, ihr kennt bestimmt auch das Bild, wo Wolli an so einen Stromkasten geht, da dran rumschnüffelt, dann einen elektrischen Schlag abbekommt und plötzlich ist es ein Voltilam. Finde ich auch sehr cool, jetzt hier auch Pokédex-Eintrag geholt, ein dicker, fetter Geistbock, ein Zwollock. Können wir euch auch zeigen, wenn wir in den Pokédex gehen. Ist jetzt also ausgefüllt, der Hintergrund ist Lucky, das Weibliche ist eingetragen. Wir brauchen also noch das Männliche. Weiblich, weiblich, männlich. Das wird also noch entwickelt und dann müsste es vollständig sein. Das war dann auch Teil 3 des Hyperbonuses mit Sakyan, mit
Summer Center Zashian, wird es ja, glaube ich, ausgesprochen, heißt es immer. Dann war es halt mit Zashian und Summer Center und mit den neuen Pokédex-Einträgen, mit den neuen Pokémon, mit Legios noch dabei, mit neuen Galar-Shinies. Ich finde, Teil 3 hatte ordentlich was zu bieten. Hier können wir auch nochmal reingucken, Pokédex, wie jetzt einfach alles ausgefüllt ist. Das war mein Ziel. Mein Ziel habe ich erreicht. Shiny-Familie am Start, alles auf der Hand. Ne? Die ganzen Lucky-Dinger könnte ich eigentlich mal wegschmeißen. Die müllen nur den Beutel zu. Ansonsten gibt es nichts weiter zu sagen. Ab morgen kommt Lugia in die Raids. Mein Ziel wird wieder sein, 100% Lugia auf Level 50 zu bekommen. XL-Bonbons sind kein Problem. Das 100er kann ein Krampf sein, kann dauern. Micha hat gerade eingeladen nach Zaragoza. Ich warte jetzt aber, ob ein Zamazenta Raid hier aufgeht. Zum Abschluss werde ich heute nämlich noch hier einen machen vor Ort. In der Hibu-Gruppe wieder posten. Da seht ihr nochmal mein komisches Lauchzelot. Jetzt gehe ich heim, schneide das Video zusammen, lade das heute hoch und ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim Lugia Community Raid, den ich wieder im Community Tab poste und 10 Leute mitnehmen von euch vor Ort an der Arena, dass wir den Raid gemeinsam machen. Ab 11 Uhr den ersten Raid, den ich sehe. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Schreibt mal eure Meinung zum Teil 3 rein und eure Ausbeute, was ihr alles bekommen habt oder was ihr nicht bekommen habt, aber unbedingt bekommen wolltet. Wem trauert ihr jetzt hinterher? Schreibt's rein. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.